Viva! In Portugal mit Luna. Yeah. Ja, wir haben gerade eben euren Song gesehen, Bailando, den mega super duper Sommerhit. Wo habt ihr das Video eigentlich gedreht? Was denkst du? Mallorca. Okay. Yeah. Strike, richtig. In Mallorca. Bingo, bingo. Wo denn in Mallorca? In Mallorca ist sehr schön, gibt nicht alleine das Ballermann-Sachen und der andere gibt mir schöne Sachen. Das ist ein gutes Bild von Calvià, das ist in der anderen Seite von der Insel. Das ist Playa del Mago. Wir haben drei, aber diese Playa del Mago geht alleine richtig gute Leute aus Mallorca. Was? Die bekannte Leute Inside von Mallorca. Das in Playa Mago. Wenn du bist nach Mallorca, muss Playa Mago gehen. Playa Mago, okay. Ich war Estreng, den Strand, der ist sehr schön, so ein langer Sandstrand. Und ich war schon mal in Puerto Andrade. Das ist auch super schön. Das ist auch super schön da. Super. Ja, ich komme euch mal in Mallorca besuchen. Ja, komm zu Hause. Ja, mache ich auf jeden Fall. Wenn ich dann vor der Tür stehe, sagen sie mal, wir haben keine Zeit. Weh, ich komme nicht. Alex ist hier in Mallorca! Und dann grillen wir. Dann mache ich ein bisschen Wassergymnastik mit Aladdin, okay? Ja, genau. Ja, alles klar, das machen wir. Hört mal, ihr habt so einen richtig coolen Amazonen-Look im Video. Hast du jetzt auch gerade, Carissa? Ja, ich habe richtig eingeölt, ja. Wie kommst du auf einmal drauf? Machst du deine Trends so selber oder siehst du das irgendwo am Strand und denkst so, cool, das verbrate ich in meinem nächsten Video? Eigentlich war es ein bisschen so zufällig gekommen, weil ich wollte etwas anderes haben als in mit Sammy, sag mal so, dieser Rasta-Look, die ich ein bisschen gehabt habe. So, ich dachte, ein bisschen Orange ist etwas anderes oder mal ein bisschen Fett. Mal eigentlich ein bisschen so, ich habe es nirgendwo gesehen. Es soll bestimmt mal geben. Das sieht cool aus, ja? Der Amazonen-Look. Du hast auch, glaube ich, du hast die Haare gefärbt auch so ein bisschen. Ja, die orange Strähne. Ein bisschen länger gemacht. Sieht cool aus. Ja. Der Amazonen-Look kommt, Leute. Der neue Trend. Yes. Miss Charisma. Und wow. Ich meine, Sammy, da musst du die Haare noch ein bisschen wachsen lassen. Und du sowieso, allerdings. Oder das ist schon gut, der Glatzkopf hier. Wir müssen dir eine Perücke besorgen oder sowas. Sag mal, ich muss dich einmal ganz kurz was fragen. Was ist das hier für ein Schnuller? Was hat das für eine Bewandtnis? Ja, Kinder, die mögen mich. Das ist so ein Symbol für die Kinder. Die freuen sich, wenn sie sowas sehen. Ja. Ne? Von wem hast du den bekommen, den Schnuller? Ja, von meinem Juwelier bekommen. Der hat eine Ex aus England mitgebracht. Ach so, nicht von deiner Mutter oder so. Und woher habt ihr den kleinen Sammy? Das ist die kleine Sammy. Alle Leute kennen das. Alle Leute, die kennen Sammy, natürlich kennen das kleine Sammy auch. Geht überall mit uns. Woher habt ihr jeder Auftritt. Wem? Ich habe gehabt das in meinem Geburtstag schon vor 4, 5 Jahren oder so mit 2 Mädels aus Hamburg. Habe gekommen nach Joy, wo ich auflege jeden Abend in den Sommer. Und habe gesagt, in Mallorca, genau. Und habe gesagt, Sammy, ich habe ein Geschenk für dich. Ich gesagt, was? Die kleine Sammy ist hier für dich, die kleine Maskotte. Und dann von diesem Moment, ich habe viel lieb für die kleine Sammy. Ja. Aber die haben nur ein Höschen vergessen. Ne? Ja, das macht dann Zensur, nichts. Ja. Ist das authentisch, Sammy? Authentisch schon. Ja, ja, ja. Okay, lassen wir das. Ja, richtig. Ist das dann schon so, dass euch die Fans auch hinterherreisen? Es kommen extra Leute aus Deutschland, um euch dann in Mallorca zu sehen. Ja, ist unglaublich, Alex. Wir haben auch unsere Family Pool Party in Enjoy. Richtig, von den Fans, dass wir uns unglaublich einen Griff haben. Ist unglaublich bei uns in Enjoy. Ist andere Richtung auf Musik natürlich, ist mehr ein bisschen DJ Sammy als DJ. Wie auflegen enjoy ein bisschen mehr House und Progressive Things. Nicht so viel Chart-Sachen, aber auch, wir machen unsere Live-Auftritt jeden Abend mit Prince jeden of Love, Abend. Golden Child und alle. Jeden Abend, 7 Abend pro Woche. Sag mal, wie erholt ihr euch denn? Das geht doch gar nicht. Nee, heute Abend zum Beispiel nicht, heute Abend seid ihr hier. Ja, aber morgen zurück und auch jeden Abend. Ja. Aber ihr müsst doch auch mal ein bisschen Sonne tanken, ein bisschen Energie tanken. Ich gehe wohl über Tag so 1, 2 Stunden am Strand. Aha. Absolut. Aber ich nicht. Aber Sammy nicht. Ja, ich bin Diskothek, also nicht Diskothek, Studio. Immer Musik schreiben, Musik, ja. Musik. Was kommt denn demnächst noch von dir, Sammy? Kommt auch ein House-Projekt, heißt auch Porno-DJ. Was? Porno-DJ? Ja, aber das ist die Kleine. Kommt auch Porno-DJ? Und ja, das ist Luna. Ich habe gemacht, kommt die Album raus. Von Luna jetzt? Nein, der Album auf DJ Sammy featuring Charisma kommt jetzt in Juli. In Juli kommt aus der Single, der Album. Ganz Album. Sehr, sehr, sehr wichtig. Geil. Ich sage es. Entschuldigung, du sagst, aber es ist echt gut. Das macht doch gar nichts. Du kannst dich ruhig selber loben. Kein Problem. Wer so viel arbeitet, darf das. Luna auch. Die Platte Bailando ist in der Album. Also Bonus-Track. Also das heißt, von Luna gibt es jetzt nicht noch irgendwas anderes, sondern das ist jetzt das Einzige und das ist auf eurem Album drauf, genau, DJ Sammy. Bailando ist in der Album von uns. Bonus-Track. Bonus-Track, ja. Und wir haben auch, ich habe gemacht ein Remix von Dose Die, auch mit This Living on the Fantasy von Madrima.
kommt auch gut. Gute Mix, ich habe gemacht. Alles, viel. Er macht so viel. Und wer so viel arbeitet, der muss mal ruhig gestellt werden. Findest du nicht auch Charisma? Allerdings muss man zusammen das Sammy ein bisschen einbuddeln, damit er ein bisschen zur Ruhe kommt. Kann er richtig rausholen. Wir buddeln dich jetzt schön im Sand ein, Sammy. Musst du schön still liegen bleiben. Ne? Und dann kannst du dich mal ein bisschen entspannen. Ne? Wer so viel arbeitet, braucht das. Und bitte, wir gucken uns einen Clip an, natürlich von DJ Sammy featuring Charisma. Schön. Golden Child. Und jetzt ist eingebuddelt. Ja, Sammy, let's go. Ich hab nicht das gemacht. Ja, wenn er geht. Oh, shit. Sehr schön.